Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, in der ich dir benötigte Kenntnisse zu einer Textverarbeitung, nämlich Word 2016, vermitteln möchte, die du eben benötigst, um eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VWA, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben zu können. Und jetzt geht es darum, in diesem 22. Video, wie du Bilder und Tabellen, die du in einer die du in einem Dokument hast, eben nummerieren kannst und dann ebenfalls automatisch ein Abbildungs- und Tabellenverzeichnis erstellen zu können. Ich nehme jetzt hier mal ein Bild, das hole ich mir hier von der Seite pixabay.com. Es handelt sich um eine Grafik, die frei ist, gemeinfrei ist, die Public Domain ist und wurde hier eben auf dieser Seite von Benutzer CDD20 veröffentlicht. Ich kann mir diese Grafik hier jetzt einmal nehmen, rechte Maustaste Bild kopieren zum Beispiel, gehe dann in Word 2016 dann hinein, hole sie mir und füge sie zum Beispiel hier mal ein, rechte Maustaste einfügen könnte ich hier dann nehmen. Wähle das hier und habe hier dieses Bild und kann dieses Bild dann auch beschriften. Also wenn ich hier rechte Maustaste auf dieses Bild gehe, ich habe das Bild hier ausgewählt, rechte Maustaste, Beschriftung einfügen, man könnte jetzt hier hinschreiben zum Beispiel Mädchen wie Katze. Und hier steht schon Abbildung 1 und wichtig ist auch, dass es sich hier um eine Abbildung handelt. Ich kann also wählen zwischen Abbildung, Formel und Tabelle. Ich kann also ein Abbildungsverzeichnis machen, ein Formelverzeichnis, ein Tabellenverzeichnis. Füge ich einmal hier das ein, habe hier Abbildung 1. Und dann möchte ich an einer anderen Stelle, vielleicht hier davor noch, eine zweite Grafik einfügen. Und das mache ich jetzt diesmal auf einen anderen Weg, damit du siehst, wie das noch geht. Hier auf Einfügen, Registerkarte einfügen, wähle hier Bilder und wähle dann hier dieses Bild hier aus. Das ist ebenfalls von der Pixabay. Von dieser Seite hier, ebenfalls der Nutzer CDD20, ist ja ebenfalls als gemeinfrei, als freie Grafik dann veröffentlicht worden, ebenfalls Public Domain. Und die habe ich mir dann abgespeichert hier, also heruntergespeichert, heruntergeladen von dieser Seite. Und möchte sie jetzt dann hier einfügen und habe sie eingefügt in mein Word-Dokument. Bin jetzt also hier und dieser Grafik möchte ich jetzt hier ebenfalls eine Beschriftung geben. Und da schreibe ich jetzt hin, Junge gibt Mädchen eine Blume. Habe hier ebenfalls das Bezeichnen eine Abbildung, weil es sich um keine Tabelle handelt. Klicke auf OK. Habe hier Abbildung 1. Kann sogar hineingehen hier und kann es ein bisschen bearbeiten, dann Abschnitt eingeben. Und hier auf der zweiten Seite ist in dem Fall hier das Mädchen mit der Katze. Und dann möchte ich hier noch eine Tabelle einfügen. Hier auf einer anderen Seite vielleicht hier. Und eine Tabelle einfügen kann man hier über Einfügen, geht dann hier auf Tabelle und kann sich dann entscheiden, okay, wie breit sollte diese Tabelle sein. Machen wir eine ganz einfache Tabelle und schreibe hier hin Ort, Land, schreibe 1 und 2, dann hier 3 und 4 hinein. Man könnte natürlich wesentlich sinnvolle Dinge einfügen, aber ich mache es jetzt einmal so. Markiere dann hier die Tabelle. Dann rechte Maustaste und dann kann ich hier ebenfalls dann eine Beschriftung für diese Tabelle hier einfügen. Und da will ich hier als Bezeichnen jetzt aber nicht Abbildung, sondern Tabelle. Steht hier schon Tabelle 1. Und schreibe hier hinein als Bezeichnung Ort, Land. Und habe dann hier die Bezeichnung dieser Tabelle. Die ist in dem Fall dann hier oberhalb. Ich könnte auch anders entscheiden. Gehe jetzt hierher oder gehe auf eine andere Seite noch. Füge hier eine weitere Tabelle ein, du weißt ja, wie das geht, über Einfügen, Tabelle, wieder eine einfache, und schreibe jetzt hier hin, jetzt mache ich es noch einfacher, schreibe hier irgendetwas hinein. Es geht ja nur darum, zu zeigen, wie das überhaupt geht, wähle wieder die Tabelle aus, rechte Maustaste, wieder Beschriftung einfügen, schau, dass ich hier Tabelle stehen habe und nicht Abbildung, und schreibe dann hier hin, zweite Tabelle. Und da kann ich dann aussuchen, ob ich es über der Tabelle machen möchte, über dem ausgewählten oder unter dem ausgewählten Element. Mache ich es einmal da runter, klicke auf OK und die Bezeichnung, die Beschreibung ist dann da herunten. Ja, jetzt habe ich hier Grafiken eingefügt, zwei Tabellen eingefügt und am Ende möchte ich jetzt hier so ein Verzeichnis erstellen. Ich gehe es am Ende von meinem Text. Da habe ich aus einer der vorgehenden Schritte, Videos, schon mal eine Endnote eingefügt. Jetzt möchte ich ein anderes Verzeichnis machen, nämlich gehe ich hier auf
Verweise und kann dann hier ebenfalls ein Verzeichnis dann einfügen. Gehe auf Inhaltsverzeichnis und könnte hier dann wiederum ein Inhaltsverzeichnis machen. Ich möchte aber jetzt hier ein Abbildungsverzeichnis einfügen. Klicke sie her. Ich kann jetzt hier zum Beispiel entscheiden, was ich hier einfügen möchte. Hier ist in dem Fall eben dann nach der Beschriftungskategorie Tabelle. Jetzt möchte ich aber ein Abbildungsverzeichnis machen, wähle hier Abbildung aus, klicke auf OK und es wird hier dieses Abbildungsverzeichnis eingefügt. Kann sie hergehen, schreibe hier Abbildungsverzeichnis und da anstand, wie ich jetzt ein Tabellenverzeichnis machen kann. Ein Tabellenverzeichnis, mache hier die Überschrift. Muss ja aufpassen, dass ich keinen Tippfehler habe. Gehe dann wieder auf Verweise, in dem Fall wieder Abbildungsverzeichnis. Wähle jetzt aber hier aus eben die Beschriftungskategorie Tabelle. Klicke auf OK und es wird dann tatsächlich hier, die werden hier die Beschriftungen der Tabelle eingetragen. Ja, also hast du gesehen, wie man Abbildungen in Tabellen einfügen kann und wie man die dann in einem eigenen Verzeichnis am Ende oder wo auch immer du das haben möchtest, dann darstellen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit.